Ah, ich dachte schon, das wird rot. Also an die Fahrphysik dieses Wagens muss ich mich erst noch gewöhnen, aber ansonsten ist das recht cool. So, da darf man geradeaus. Eigentlich. Sag mal, man soll bremsen und nicht ruckeln. Also das rechtzeitige Bremsen kriege ich immer noch nicht gebacken. Selbst bei diesem Addon nicht. Ich bin zu weit gefahren. Aber das dürfte ja gleich rot. Grün werden. Also weiß. Wir dürften gleich weiß bekommen. Grüß Gott. Ich fahr gleich drüber. Okay, anscheinend funktioniert dieses Signal nicht. Dann geht's jetzt drüber. Mit einem kräftigen Geklingel. Guten Tag, meine Damen und Herren. Liebe Geschworenen. Sag mal, so. Das... Nein, na Gott! Öffnen. Zentrale schließen. So. Und wenn die Zeit auch abgelaufen ist, sage ich au revoir. Nächste Station, Hügelstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 39 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, ich dachte schon, das wird rot. Ah, nicht schon wieder nur Bremse, moah! So. Naja. Also wenn ich mit 4 Wagen fahre, muss ich definitiv besser bremsen. Das kann so nicht angehen. So, Zentrale schließen. Bei der Trains-Version war hier definitiv ein Bus zu sehen. Aber ich glaube, die Signale müssten mal überarbeitet werden. Weil irgendwie wird ja kein Signal rot. Das stört mich etwas. Persönlich. Die werden alle nur grün. Nur ein Signal wurde rot und ich meine, das war die ganze Zeit rot. Lindenbaum. Nächste Station, Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Danach kommt die Station Weißer Stein. Weißer Stein sind in der Geschichte der Frankfurter U-Bahn die meisten Personenunfälle passiert. Die meisten Personen gestorben. Aber das ruckelt mir zu sehr. So, außerhalb der Aufnahme geht es definitiv besser, aber... Nein! Hör auf zurück! Zurück. So, dann bremsen wir schon mal ab. Und zwar sehr stark. Und zwar mit der Notbremse. Ja, wobei, das ging sogar diesmal. Also wir können ja mal kurz gucken. Wunderbar! Oh, ein Kollege! Grüß Gott! So, zentrales Schießen. Zentrales Schießen. So. Ja, beruhig dich. So, dann gib mal Gas. Das ist gar nicht stufenweise. Nur einfach extrem beschleunigt. Weil ich kann nur langsam... Okay. Na, ich wollte nochmal gucken, ob es stufenweise ist. Ah, zu schnell. Weißer Stein. Nächste Station, Weißer Stein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6.
sowie zu den Buslinien 63, 66. Ah, nicht Notbremse. 63. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich habe gesagt, nicht Notbremse. Würde ich jetzt mal Gas geben? Sag mal, dieses scheiß Lämpchen leuchtet grün. Danke. Früher durfte man hier mit 45 langfahren, das weiß ich noch. Ich werde die Notbremse nie wieder anfassen. Die geht mir nämlich ziemlich auf den Geist. Ich wollte gerade bei der Zweiermarkierung halten. So, hier können wir dann ja bremsen. Wunderbar. TV für alle. Schließen Sie sich heute an. TV for you. TV for you. Hessische Bank. Heute leben, für morgen sorgen. Hör, das reimt sich. So. Haben's ja nicht mehr weit. Ja, ist gut. Auf wie geht's, Wurm? Auf wie geht's, Wurm? Also die Signale werden nicht rot, das stört mich etwas. Nächste Station, Heddernheim. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U1. Zur Weiterfahrt in Richtung Bad Homburg-Kornsheim. Mit der Linie U2. Bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schön. So, jetzt sehen wir den Betriebshof. Gleich. Jetzt ist relativ gleich. Das macht schon wieder Ruckel die Ruckel. Automatik IT. IT. Ich glaube rot-grün heißt 40. Weil ich sehe da gerade so eine schöne 40er-Begrenzung nur. Alter, ruckelt das gerade. Hör auf nachzuladen, bitte. Bitte! Machen wir mal zentrales Durchfahren mal wieder. So, gleich machen wir zentrales Schießen. Und zentrales Schießen. So, geben wir mal etwas Gas. So, wir dürfen nur 40 fahren. Ein Kollege, guck mal an. Tag. Nächste Station. Zeilweg. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U1. Zur Weiterfahrt in Richtung Oberursel-Hoher Mark mit der Linie U3 oder in Richtung Riedberg mit der Linie U8, bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, mein erstes rotes Signal, was ich sehe. Ah! Faszinierend. Diese Notbremse geht mir echt auf die Eier. So. Alles aussteigen. Oder einsteigen, je nachdem. Ich glaube, dieser komische gelbe Balken heißt behindertengerecht einsteigen oder so. Irgendwas in der Art. Dass da irgendeine Rollstuhlrampe ist oder keine Ahnung. So. Einmal Türen zu. Na dann, Prost. So. Wir müssen mal ein Stück vorrollen. Wenn ihr das mal machen würde. Wunderbar. So, mal ein Stück vorrollen. Und dann schließen sich hoffentlich die Bahnschranken.
Falls nicht, dann ist hier irgendwas kaputt. Nein. Bei Altair im Video haben sie sich definitiv geschlossen. Ah, jetzt haben sie sich geschlossen. Ich will mich auch... Ich hab damit gerechnet, dass sie sich nicht schließen. Ich bimmel mal. Weißt du, ich mach mal einen auf Bimmelmann. Bimmel, Bimmel, Butzemann. Dreht sich in unserem Kreis herum. Diddelum. So, nächste Station. Heddernheimer Landstraße. Heddernheimer Landstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U9 in Richtung Niedereschbach vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann geht's jetzt mal links ab. Wunderbar, Signal zeigt nur die Richtung. So, dann klingeln wir mal diesen Bahnübergang tot. Oh Gott, jetzt lädt er schon wieder nach. Nach der Station geht's übrigens in den Untergrund. Sieht man hier eindrucksvoll. In die Underground. So, Bahnübergang wie immer tot klingeln. Und dann mal langsam zum Stehen kommen. Die U9 wird übrigens üblicherweise in zwei Wagen bedient, witzigerweise. Also nur zwei Wagen. Wir können mal das Fenster aufmachen, für etwas frische Luft sorgen. Das da können wir zumachen. Ne, wobei. Ja, wobei. Wir machen so. Jetzt kommen wir in den Untergrund, da wäre es doch besser, das zu schließen. Genauso wie die Türen, die sich nicht schließen lassen, jetzt schon. Ich klingel mich tot. So, dann auf geht's, Wurm. Wir können ja mal fährlich anmachen. Nächste Station, Nordwestzentrum. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 29, 60 und 72 sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nette Frau am anderen Ende der Welt meint, dann gerne. Fernlicht aus. So, Judentag. Nordwestzentrum. Gehen ja sehr viele Türen auf. Wollen sehr, sehr viele Leute einstecken. Toll, die Hintertür hat sich noch geöffnet, habt ihr das gesehen? Ich will noch nicht losfahren, weil dann zählt dieser Bahnhof nicht. Schön. Dann geht's mal weiter. Nächste Station Römerstadt. Nächste Station Römerstadt. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt geht's auf die auf. Auf an die frische Luft. Können wir wieder ein Fenster aufmachen. So. Sieht schön aus, gefällt mir. So. Ja, Notbremse. So, alles einsteigen wie immer. Ah, was haben wir hier? Ernst May Haus. Na dann. Würde ich sagen, geht's auch schon wieder los. Der Zug geht nicht los jetzt schon.
Nächste Station, Mittelpark. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ruckeli ruck ruck. Ich glaube, die zweite Fahrt werde ich irgendwann anders machen. Also die Fahrt dann wieder zurück. Oder ich mache sie jetzt, weiß ich noch nicht. Mal überlegen. Machen wir wann anders. Dann speichere ich nämlich an der Stelle ab. In Gienheim. So, meine Damen und Herren. Vielleicht sehen wir noch einen Gegenzug. Wer weiß. Alter, ich hasse die Zwangsbremsung, die ist nervig. Erteilt, das freut mich. So, dann öffnen wir mal die Türen. Und zentrales Schließen. Also, zentrales Schließen nicht, aber Türen schließen. Kann man die auch dann hier rüber schließen? Weiß das jemand? Also, hätte ich jetzt mal ausprobieren können, aber nee, jetzt Feierabend. An der nächsten Station. Da dürfen wir nur 70 fahren. Aber auf jeden Fall sind wir dann in Gienheim angekommen. Nächste Station, Gienheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 39 und 64. Ja, so sieht's aus. Jo. Dann können wir ja schon mal das Ansagensystem löschen. Löschen. So, und ein bisschen stärker abbremsen. Was eigentlich gar nicht vonnöten war. Weil dann haben wir jetzt alles geschlossen. Also alles gelöscht, nicht geschlossen. Und dann bremsen wir mal langsam ab. Und wir sind angekommen. Zentrales Öffnen. Wunderbärchen. Ja, den Zug abrüsten können wir jetzt machen, können wir aber auch wann anders machen. Ich würde sagen, das machen wir dann auch wann anders. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann mal wieder. Und adieu. Steht nie für den Zug rum. Weiß kein Mensch. Tschüss.